OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland. Drei Gewinner und eine große Verliererin. Das sind die Erkenntnisse der vergangenen Bundestagswahl. Denn während Olaf Scholz von der Kanzlerschaft und die SPD von einer Ampelkoalition mit den jeweils zweistelligen Bündnisgrünen und der FDP träumen darf, stürzte die Union unter Armin Laschet um 9 Punkte auf ein historisches Tief von 24% ab. Und auch im Oldenburger Münsterland verlieren die Christdemokraten ihre absolute Mehrheit. Die Direktkandidatin Silvia Breer kommt zwar auf beachtliche 49%, 2017 waren es aber noch fast 58. Noch drastischer gestaltet sich das Bild bei den Zweitstimmen. Hier ist ein Verlust von fast 15% zu beklagen. Inwieweit dieses Ergebnis mit dem Bundestrend zusammenhängt, welche Parteien von der Schwäche der CDU im Oldenburger Münsterland profitieren und welche Lehren aus dieser Wahl zu ziehen sind, darüber sprechen wir in der heutigen Folge und damit herzlich willkommen zum OM Online Podcast. Mein Name ist Kaschen Duzart und ich begrüße Sie. Über Jahrzehnte war das Oldenburger Münsterland für die CDU eine schwarze Bank. Doch der diesjährige Kassensturz bringt nun die Ernüchterung. Zwar bleibt Silvia Breer als Direktkandidatin der CDU Stimmenkönigin ihrer Partei, rutscht aber auf unter 50% der Erststimmen. Und während man in Berlin bei einem Ergebnis von 38% wahrscheinlich nicht mehr mit dem Jubeln aufhören würde, herrscht hier vor Ort Katerstimmung. Bei mir sitzt jetzt, wie schon vor 2 Wochen nach der Kommunalwahl, mein Kollege Giorgio Tsimotas. Moin Giorgio. Moin Kaschen. Vorab vielleicht 2 Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Erdbeben oder Erosion? Es ist ein Erdbeben im Zuge eines Erosionsprozesses. Und zweitens, einmaliger Ausrutscher oder ein historischer Umbruch? Es ist zweifellos eine Zäsur, die meines Erachtens einer Zeitenwende gleichkommt. Also historisch ist der Umbruch schon, vorerst jedenfalls kann man das so sagen. Wenn wir jetzt auf die Ergebnisse blicken, vor allen Dingen eben auf dieses CDU-Ergebnis, was ist da überhaupt passiert? Kannst du das mal zusammenfassen? Ja, das ist sogar sehr schnell zusammengefasst, Kaschen. Die CDU musste ordentlich Blut lassen bei der Bundestagswahl hier im Wahlkreis, hat 2-stellige Verluste erlitten. Das ist ein historisch schlechtes Abschneiden der Christdemokraten in ihrer Hochburg. Und profitiert haben die SPD, die FDP und die Grünen. Gab es denn Anzeichen für dieses Wahldebakel? Wir hatten vor 2 Wochen ja die Kommunalwahl. Konnte man da aus diesem Ergebnis zum Beispiel schon ein bisschen was schließen? Oder ist das völlig aus dem Blauen heraus passiert? Nein, also aus dem Blauen oder aus dem Nichts heraus ist es nicht passiert. Es ist ja, wie schon gesagt, Teil eines Erosionsprozesses. Und dieses Erdbeben, das jetzt hier passiert ist, das hat sich angedeutet. Und zwar mit einem, ich würde es einem Vorbeben, hat es sich angedeutet, sah ausdrücken wollen. Der Ausgang der Kommunalwahl war sicherlich nämlich auf der Ebene der Kreistagswahl ein Warnsignal dafür, was der CDU vor Ort bei der Bundestagswahl droht. Denn auch hier bei der Kreistagswahl gab es eine vergleichbare Entwicklung. Die CDU verliert deutlich an Zuspruch. Die FDP und die Grünen gewinnen hinzu. Allerdings, was da nicht so ganz hineinpasst in dieses Muster, ist, dass die SPD nicht vom sogenannten Bundestrend profitieren konnte bei der Kreistagswahl. Aber im Großen und Ganzen war das eine Art Vorbeben. Ein zweites Anzeichen liegt weiter zurück. Das kann man auch als Erdbeben bezeichnen. Wir sind sozusagen hier eine seismische Zone für die CDU geworden. Also dieses zweite Anzeichen, das war die Europawahl 2019, vor 2 Jahren. Auch hierfür verlor die CDU 2-stellig, im Landkreis Vechta 16,2 Prozentpunkte, im Landkreis Kloppenburg 15,74 Prozentpunkte. So, das waren die 2 Vorzeichen, Anzeichen für diese Verluste, die bei der Bundestagswahl sich jetzt auch wieder gezeigt haben, in erheblichem Ausmaß. Und wenn man jetzt mal in die jüngere Vergangenheit zurückschaut, dann zeigt sich aber auch, dass die CDU sich nach
Verlusten auch immer wieder neu steigern konnte. Das ist ihr durchaus einige Male gelungen. Bei Bundestagswahlen, da war sie abgesagt, bei der einen Wahl, dann hat sie sich berappelt, ist wieder aufgestiegen zu mehr Prozentpunkten hin. Allerdings, man muss hier zwei Sachen festhalten. Die CDU bleibt sowohl bei der Kreistagswahl, die wir als Vergleich herangezogen haben, auch bei der Europawahl und bei der aktuellen Bundestagswahl die stärkste Kraft. Aber nie lag sie so tief wie jetzt und nie zuvor hat sie bei zwei Wahlen hintereinander, bei der Europawahl und bei der Bundestagswahl, jeweils zweistellige Verluste erlitten. Und deshalb ist das eine ziemlich erhebliche Erosion. Und das Ganze ja trotz der Personalie Silvia Breer, die immer noch Stimmenkönigin ihrer Partei ist, nicht mehr deutschlandweit, aber ihrer Partei. Und gerade dort ist faszinierend zu sehen, dass zwischen ihrem Ergebnis und dem Gesamtergebnis der CDU hier vor Ort ja eine tiefe Lücke klafft. Wie erklärst du dir das? Ja, in der Tat, Kaschen, das ist ein hochinteressanter Punkt bei diesen Ergebnissen, die uns vorliegen. Die Abweichung zwischen dem Erststimmenergebnis für die Direktkandidatin Silvia Breer, also sie hat ja 49,02 Prozent ergattert und beim Zweitstimmenergebnis, ja, da gibt es einen erheblichen Unterschied. Und das ist erstaunlich, denn zunächst ist zu sagen, wenn wir es mal nur vom Ergebnis her betrachten, dass Silvia Breer für sich persönlich eingefahren hat. Das kann sie als wirklich großen Erfolg sehen, vor allem vor dem Hintergrund der veränderten politischen Landschaft und der Stimmung, die es in Deutschland gibt und die ja auch das Oldenburger Münsterland betrifft. Sie ist zwar, wie du es gesagt hast, nicht mehr Stimmenkönigin in Deutschland, hat aber Platz 2 inne deutschlandweit und in der Union hat sie das Spitzenergebnis erzielt. Und das kann sie durchaus als Bestätigung ihrer eigenen politischen Arbeit und ihrer Bekanntheit vor Ort sehen. Die Kluft von 10,62 Prozentpunkten zu den Zweitstimmen, die zeigt uns, dass viele Wählerinnen und Wähler, die Silvia Breer als CDU-Direktkandidatin gewählt haben, dennoch Nein zur CDU als Partei sagen. Und sie machen ihr Kreuz bei anderen Parteien. Das passiert aus Enttäuschung, aus Protest oder weil sie von der CDU eben inhaltlich und mit Blick auch auf die Spitzenvertreter, die da auf Bundesebene angetreten sind, Armin Laschet kann man da vorne weg nennen, da sind sie einfach nicht mehr überzeugt. Und dieses Splitting der Stimme, das kann auch, das ist ein weiterer wesentlicher Faktor hier, um die Kluft zu erklären. Also dieses Splitting kann Ausdruck eines Wunsches nach einer bestimmten Koalition sein, also etwa einem Bündnis der CDU mit den Liberalen. Da gibt man die Erststimme der Direktkandidatin und beispielsweise dann der FDP die Zweitstimme. Also solch ein Kalkül ist aber ziemlich riskant, denn das kann aufgehen. Es kann aber auch aufgrund der ziemlich komplizierten Verrechnung, die das deutsche Wahlrecht beinhaltet, genauso auch schief gehen. Und nicht umsonst wirbt ja die CDU immer eindringlich sowohl für die Erst- als auch für die Zweitstimme. Und die kleineren Parteien, die stellen ja gern die Zweitstimme in den Vordergrund, weil sie eben oft mehr Gewicht bei der Anzahl der Sitze hat, bei der Zahl der Sitze im Bundestag. Und die Zweitstimme heißt ja auch Kanzlerstimme, weil die Kanzlerin oder der Kanzler eben vom Bundestag gewählt werden. Und da ist die Zahl der Sitze entscheidend. Das heißt aber im Endeffekt kann man sagen, die CDU als Partei ist hier vor Ort die große Verliererin. Ja, sie bleibt zwar die stärkste Kraft, aber sie hat mit solch deutlichen Verlusten ein gewaltiges Problem. Und wer kann von dieser Schwäche profitieren? Wer sind die Gewinner dieser Wahl? Ja, hier ist es wirklich interessant, dass die Einzelergebnisse in den Städten und Gemeinden einen ziemlich sicheren Aufschluss darüber geben, wer da profitiert hat und in welcher Weise er profitiert hat. Also schauen wir mal auf die FDP und die Grünen. Auf den ersten Blick sind das beides in gleicher Weise Profiteure. Und auf den ersten Blick sieht es ja auch wie ein Duell zwischen beiden aus.
das eben diese Besonderheit noch hat, die Kandidatin der FDP, die Direktkandidatin Caroline Abeln, die liegt in vielen Fällen bei den Erststimmen hinter der Direktkandidatin der Grünen, Tanja Meyer. Aber bei den Zweitstimmen, da sind die Liberalen vorn. Das ist die eine Besonderheit. Und wenn wir jetzt uns alles nochmal ganz genau anschauen, dann zeigt sich, die Grünen, die haben ungefähr das gleiche Ergebnis bei Erst- und Zweitstimmen. Das ist also sehr ausgewogen, da sind keine großen Differenzen. Das heißt, viele Wähler haben sowohl Erst- und Zweitstimme den Grünen gegen, aber bei der FDP hingegen, da bestätigt sich die Annahme, dass sie besonders von der Abwanderung der CDU-Wähler profitiert hat. Das kann man bei der SPD auch feststellen, aber bei der FDP ist das doch sehr viel augenscheinlicher. Du hast die SPD gerade angesprochen, was fällt bei der SPD auf? Bei der SPD fällt auf, dass sie einen wirklich satten Zuwachs hatte, von, ich glaube, annähernd 10% waren es, aber sie hat auch einen großen Erfolg eingefahren im Nordkreis Cloppenburg. Und das ist schon auch etwas Historisches. Sie ist im gesamten Nordkreis, also Friseute, Saarland, Barsel, so bei ungefähr 30% plus irgendwas und hat aber in Barsel, in der Gemeinde Barsel, Platz 1 errungen. Da hat sie die Union auf Platz 2 verwiesen. Das ist historisch. Das hat es in der CDU-Hochburg Oldenburger Münsterland nie zuvor gegeben. Und das ist also für die Sozialdemokraten hier vor Ort ein gewaltiger Erfolg. Und im Nordkreis insgesamt, wie gesagt, ist das Ergebnis für die Sozialdemokraten, die keinen großen Abstand zur CDU da haben, wirklich herausragend. Woran könnte das liegen? Also wie erklärst du dir diesen Erfolg gerade im Nordkreis? Ich würde sagen, es hat damit zu tun, dass Ostfriesland in der Nachbarschaft ist und das ist SPD-Territorium und das strahlt halt aus. Aber wir haben ja eben, weil du mich ja eingangs auch zu Anzeichen gefragt hast, wir haben hier auch für den Erfolg der SPD ein Anzeichen bei der Kommunalwahl gehabt, denn in Friseute konnte sie die stärkste Fraktion stellen im Stadtrat. Auch das war historisch und hier spielt der Faktor Persönlichkeit sicher noch eine gewichtige Rolle, weil der Bürgermeister Sven Stratmann in Friseute überzeugt und sicherlich viele Wähler auch dann gesagt haben, das ist etwas, was ich mit der SPD verbinde, das ist insgesamt gute Arbeit und da können wir auch bei einer anderen Wahl der SPD unsere Stimme geben. Mit Blick auf Ostfriesland ist ja vielleicht noch eine interessante Fußnote, dass der Stimmenkönig insgesamt in Deutschland von der SPD kommt und das Direktmandat in Ostfriesland gewonnen hat. Genau, es ist Johann Saathoff von der SPD, der hat 52,8% erhalten. Das ist jetzt nicht die unmittelbare Nachbarschaft zu Cloppenburg, zum Nordkreis Cloppenburg, aber es ist auch nicht weit weg, das ist der Wahlkreis Emden-Aurich und die SPD, ja, sie ist jetzt die Partei, die den Stimmenkönig stellt in Deutschland. Kommen wir zur AfD. Wie sieht es da aus? Ja, AfD ist insgesamt stabil geblieben. Also sie hat einen minimalen Verlust von 0,1 Prozentpunkten, glaube ich, waren es erlitten. Aber sie ist in einer Gemeinde besonders stark und das ist Mollbergen. Dort hat der Direktkandidat Waldemar Herth 19,16% der Stimmen erhalten und das waren die Zweitstimmen, aber 19,07 eher persönlich, also ungefähr dasselbe. Das ist natürlich ein Ergebnis, das im Vergleich aller kommunalen Ergebnisse im Wahlkreis herausragt. Weit herausragt und es ist ein Ergebnis, das bedeutet, dass die AfD dort die zweite Kraft ist. Das kann man also
als ihre Hochburg dort bezeichnen. Und es ist etwas, was mit einer sozialen Besonderheit der Gemeinde zusammenhängt. Und zwar gibt es dort eine ausgeprägte Community der Russlanddeutschen, die hier eben diese Affinität entwickelt haben und auch ziemlich treue Wähler der AfD sind, weil sie da auch bei anderen Wahlen immer wieder Erfolge hatte. Und Waldemar Herd ist dort, also nach dem, was auch hier von der AfD so gesagt wird, jemand, der dort eine hohe Popularität genießt. Er ist ja selbst auch russlanddeutscher Abkunft und hat sich da sowas wie eine Fangemeinde wohl aufgebaut. Dann kommen wir nochmal zurück auf die CDU. Wie hat man dort auf dieses Ergebnis reagiert? Wie geht man mit diesem Ergebnis um? Schockstarre, Wundenlecken oder Aufarbeitung? Also, das ist, glaube ich, unterschiedlich, was die beiden Kreisverbände angeht, also Kloppenburg und Vechta. Nehmen wir mal zuerst den Kreisverband Kloppenburg. Christoph Eilers, der Vorsitzende, spricht von einem ernüchternden Ergebnis. Das hat er mir als unmittelbare Reaktion nach dem Ausgang der Wahl gesagt. Und Silvia Breher, die Direktkandidatin, die ja gut abgeschnitten hat, toll abgeschnitten hat und in Lindern wohnt und auch Landesvorsitzende des CDU-Landesverbandes Oldenburg ist und vormals ja auch Kreisvorsitzende in Kloppenburg, die nennt das Zweitstimmenergebnis im Wahlkreis dramatisch. Christoph Eilers will eine Aufarbeitung und ich finde die beiden Begriffe ernüchternd und dramatisch, die hier gefallen sind, ziemlich realitätsnah. Das ist mein Eindruck. Im Kreisverband Vechta hingegen lautet die Argumentation, der Bundestrend habe voll durchgeschlagen und da wird also sozusagen die alleinige Verantwortung direkt dieser Entwicklung im Bund zugewiesen und die Defizite einiger Parteispitzenvertreter, hier dürfte vor allem Armin Laschet gemeint sein, aber auch nicht gesetzte Inhalte, das sei der Grund für das historische Tief auch vor Ort. Ne? Also die Bundesebene wird sozusagen herangezogen, um das schlechte Abschneiden vor Ort zu erklären. Das geht aus einem Rundschreiben an die Mitglieder vom Parteivorsitzenden André Hüttemeier hervor und er gibt darin auch den Hinweis, dass man ja bei der Kommunalwahl vor 2 Wochen 55% erreicht habe. Ne? Da werden also alle Ergebnisse zusammengerechnet und das soll suggerieren, alte Glorie vor Ort, wir sind die Opfer der Fehler und der Stimmung, die da auf Bundesebene zurückzuführen sind. Also da ist mit Sicherheit was dran und das trifft natürlich als Faktor zu, aber es kann ja nicht das ganze Bild sein. Also die Analyse greift mir da etwas zu kurz, weil eben andere Faktoren ausgeblendet werden. Und das kann man dann insgesamt auch als Verdrängung bezeichnen, was ja im Fall eines Traumas, und da können wir sicher davon sprechen, dass es hier so ist, bei einem zweistelligen Verlust, ja, da ist eine Verdrängung eine typische Reaktion. Dann würde ich dich bitten, den Psychoanalytiker zu spielen. Und welche Faktoren werden denn hier verdrängt? Ich würde sagen, es ist seit langem klar, welche Faktoren ausschlaggebend sind für diesen Prozess abschmelzender Werte für die CDU. Also und deshalb ist es ja umso erstaunlicher, dass da relativ wenig passiert ist. Aber also erstens würde ich mal sagen, die CDU vor Ort hat nicht mehr das Fundament eines geschlossenen und breit ausgeprägten katholischen und ländlichen Milieus. Das war ja immer ihr Erfolgsgarant. Und die Gesellschaft im Oldenburger Münsterland hat sich verändert, und zwar durch Zuwanderung von Menschen aus anderen Teilen Deutschlands. Das ist in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr geworden. Die Bevölkerung ist dadurch angestiegen und ich habe extra auch mal
nachgelesen. Es gibt ein Buch von Professor Joachim Kropka, der kürzlich verstorben ist, zum 50-jährigen Bestehen der CDU im Landkreis Vechta. Und darin hat er festgestellt, dass seit den späten 60er Jahren es der Partei nicht gelungen ist, einen nennenswerten Anteil der neuen Wähler, also die durch Zuwanderung hergekommen sind, für sich zu gewinnen. Und diese Analyse, die stammt aus dem Jahr 1995 und sie blickt zurück auf die vergangenen 50 Jahre vor 1995. Und das heißt also, seit 1995 ist es bekannt, dass Zuwanderung ein wesentlicher Faktor ist für den Verlust an Zuspruch, wenn man sich nicht kümmert. Das ist ja auch dabei zu sagen. Also zweitens, die CDU verliert ihre Mitglieder auch durch Wegsterben. Und das ist sogar der Hauptgrund, warum sie immer weniger Mitglieder hat. Und ja, mit den Mitgliedern sterben dann natürlich auch die Wähler weg. Und das bedeutet dann drittens, es gelingt der CDU hier nicht, junge Wähler zu überzeugen. Also weder neu hinzugezogene Menschen, noch eben auch die Jugend. Die Partei hat meines Erachtens auch weiter Defizite beim Thema Digitalisierung, beim Thema Klima- und Umweltschutz. Und das meine ich jetzt natürlich aus regionaler Sicht. Beziehungsweise es gelingt der Partei auch nicht, wenn sie Positionen entwickelt zu diesen Feldern, das treffsicher zu kommunizieren. Also kurzum, sie hat aus den Verlusten der Europawahl keine Konsequenzen gezogen. Denn da waren es dieselben Gründe auch, warum sie einen zweistelligen Einbruch hatte. Und sie war danach lange mit sich selbst beschäftigt. Und man hat auch den Eindruck, dass es mindestens zwei, ich nenne es mal Lager, gibt in der Kreis-CDU Vechta, die sich gegenseitig auch weiter blockiert haben. Vor allem aber, und das ist meines Erachtens, Kaschen, ein enormer Faktor, der eine Rolle spielt, wenn es darum geht, Wähler für sich zu gewinnen, egal aus welcher Altersgruppe. Vor allem fehlt es der CDU hier, und da möchte ich die Kloppenburger Kreis-CDU eigentlich mit einschließen, es fehlt an einer emotionalen Erzählung mit Strahlkraft, und zwar was die Zukunftsgestaltung angeht des Oldenburger Münsterlandes. Es ist häufig so, dass der Blick immer nach hinten gerichtet wird und sozusagen die alten Verdienste hervorgehoben werden, aber was die Zukunft angeht, da hört man einfach wenig, und das ist auf jeden Fall ein Manko. Wie geht denn der Blick in die Zukunft, wenn die CDU hier nicht gegensteuert? Bricht es immer weiter ein oder kann sie sich auf dem Niveau von 38% oder 40% einpendeln, womit sie immer noch eine Volkspartei hier vor Ort wäre? In der Tat, also wir dürfen bei all den Analysen, die wir hier jetzt betreiben, natürlich immer auch nicht vergessen, dass sie weiterhin die Volkspartei, die große Volkspartei vor Ort ist und die Ergebnisse, die sie einfährt, vergleichsweise sehr stark sind, auch im unmittelbaren Vergleich mit Nachbarkreisen, wo die CDU auch dominant ist, traditionell. Also da ist Vechta und Kloppenburg sind da noch herausragend. Aber die ganzen Defizite, die ich eben genannt habe, die sich mir da so als politischer Beobachter zeigen. Wenn sie die ausgleicht, dann kann sie aufholen. Und sie muss vor allem dieses Zukunftsbild entwerfen, das breitere Wählerschaften und vor allem jüngere Leute anspricht. Also um es auch mal in der Jugendsprache zu sagen, die CDU muss einfach cooler werden. Und sie muss pfiffiger werden. Und sie muss vor allem die Möglichkeiten der digitalen, sozialen Medien besser nutzen. Da machen der CDU hier die anderen Parteien schon was vor. Dann blicken wir gespannt auf die nächsten Wahlen und gucken, wie der Seismograf da ausschlägt. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich danke auch, Kaschen, immer wieder gern.
Und das war's auch schon für diese Woche mit dem OM Online Podcast. Falls Sie noch Vorschläge oder Anmerkungen zu unserem Podcast oder ein bestimmtes Thema im Kopf haben, das wir hier einmal besprechen sollten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an redaktion@om-medien.de. Und in der nächsten Folge begrüße ich an dieser Stelle zwei Helfer aus dem Oldenburger Münsterland, die nach der Flutkatastrophe diesen Sommer in die betroffenen Gebiete gefahren sind. Was sie motiviert hat und welche Erlebnisse und Erfahrungen sie dort gemacht haben, darüber wollen wir dann sprechen. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns wieder zuhören. Bis dahin, bleiben Sie gesund.